Habt ihr schon mal ein silbernes ThinkPad gesehen von Lenovo? Ich noch nicht, aber jetzt haben sie hier ein 600 US-Dollar ThinkPad rausgebracht mit Dock-Anschluss, mit allen Anschlüssen, die man braucht, 13 Zoll Bildschirm mit einer HD-Auflösung für 600 Dollar und trotzdem noch der wirklich bekannten guten Tastatur hier mit auch der Maus, die man ja kennt, beziehungsweise dem großen Trackpad und den weiteren Dingen, die uns da viel Spaß machen bei den ThinkPads. Natürlich für 600 Dollar wird es zum Beispiel nur 64 GB internen Speicher geben und auch wenig RAM und auch nur die 1366x768 Auflösung, aber auch Full HD und weitere Dinge sind möglich. Stromanschluss auf der Seite und der Dock habe ich ja schon erwähnt, dass er auch mit dabei ist. USB 3 darf natürlich auch nicht fehlen mit Stromausgabe, wenn das Gerät aus ist, für zum Beispiel das Smartphone. Dann haben wir hier noch ein paar Lüfter drin. Vorne entsprechend nichts, aber auf der anderen Seite haben wir hier noch einen SD-Karten-Slot, einen komplett großen Headset, auch USB 3 zweimal HDMI und einen USB-Typ-C-Anschluss, den man auf vielen Notebooks immer noch nicht sieht, auch bei ThinkPad hat das nicht jedes, aber jetzt kommen die langsam in wirklich jedes Notebook rein und natürlich auch noch ein Kensington-Lock darf nicht fehlen. Wie gesagt, das Ganze lässt sich wirklich noch gut aufklappen, Military-Spec Case, also das Ganze ist auch stabil und wenn ich das zuklappe, auch nicht allzu dick. Fühlt sich gut an, vor allem mit dem Metall auch außen und innen ist es super. Das Einzige, wo es Plastik ist, ist hier unten, damit natürlich noch ein bisschen am Gewicht gespart wird, aber schwer ist es eigentlich auch nicht. Ist es auf jeden Fall um die 1,6 Kilogramm. Leicht würde ich jetzt mal schätzen, vielleicht auch leichter. Lautsprecher dürfte nicht fehlen, ein paar Schrauben, damit wir das zerlegen können, sind auch drin, falls wir eine SSD oder weiteres erweitern wollen, aber an sich die Specs sind gar nicht so schlecht. Mit bis zu 256 GB können wir das zum Beispiel kaufen, was SSDs angeht. Und ansonsten bin ich gespannt, wann das ungefähr auf den Markt kommen wird und vor allem, wie die Preise dann sein werden. Mein Name ist Balaschgal. Schön, dass ihr geschaut habt bei dem ersten Chrome OS, auch ThinkPad. Damit überlegt sich es auch, hier natürlich Lenovo auf den Markt zu bringen. Mein Name ist Balaschgal nochmal, Entschuldigung, von der CS 2016. Ein langer Tag ist jetzt für mich vorbei. Bis zum nächsten Mal und tschüss.